Also ich soll selber was zu mir sagen. Ich komme jetzt hierher von der Hochschule für Philosophie in München, unterrichte dort Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie. Mein Hintergrund ist, ich bin Theologe auch, also auch Jesuit und Priester, und habe aber in Physik promoviert und unterrichte eben jetzt bin jetzt aber ganz in der Philosophie drin, aber natürlich damit auch in diesem Bereich der zum Beispiel des Dialogs Naturwissenschaft Religion und vor allem auch der philosophischen Fragen der Naturwissenschaft. Ein anderer Hintergrund, der auch einfließen wird, ist, dass ich spirituelle Arbeit mache. Ich leite ein Meditationszentrum und bin da auch so im Dialog Christentum Buddhismus. Das wird jetzt auch mit einfließen in das, was ich sage. Ich werde einfach erzählen, wie diese Enzyklika auf mich wirkt, auf diesem Hintergrund. Sie wirkt subversiv, ich greife diesen Begriff auf von Michael, also extrem subversiv, in einer wunderbaren Weise wirkt sie für, so kommt sie mir vor. Und ich gehe erstmal zu dem Punkt des Dialogs zwischen Wissenschaft und Religion, würde ich sagen, eher Wissenschaft und Religion als Wissenschaft und Theologie. Also ich gehe jetzt nicht so auf die naturwissenschaftlichen Fakten ein, da war vorhin die Frage, wo kriegt man da eigentlich Hintergrundwissen, das wäre ein eigener Vortrag. Im Internet gibt es da auch gute Quellen dazu, wenn es konkrete Fragen gibt, könnt ihr das ja nach dem Vortrag auch noch stellen. Also das Hintergrundwissen zum Klimaproblem. Wenn ich die Enzyklika lese, dann sehe ich folgenden Gedankengang. Das Klimaproblem ist drängend, sehr drängend, und um uns, wenn man sich deswegen diesem Klimaproblem stellt, muss man, interdisziplinär arbeiten. Ich finde den Ausdruck eigentlich viel zu schwach angesichts dessen, wie es in der Enzyklika aufgenommen wird. Es ist eher so etwas wie, da werden alle Grenzen überschritten zwischen den Wissenschaften. Und zwar in der Hinsicht, es geht einfach um die Wahrheit, also ganz pathetisch gesagt. Also die Wahrheit steht über dem Anspruch, jetzt irgendwie exakt zu bleiben oder in wissenschaftlichen Formen zu bleiben oder auch in religiösen Formen zu bleiben. Weil das Problem so drängend ist, deswegen diese Konzentration. Also erstmal dieser Ausgangspunkt Dialog Naturwissenschaft Religion. Ich zitiere mal aus der Enzyklika, da werden Probleme geschildert in diesem Dialog, und dann heißt es: Dennoch können Wissenschaft und Religion, die sich von unterschiedlichen Ansätzen aus der Realität nähern, in einen intensiven und für beide Teile produktiven Dialog treten. Und dann wird es aber noch verschärft, würde ich sagen. Also das ist dann Punkt 63. Wenn wir die Komplexität der ökologischen Krise und ihre vielfältigen Ursachen berücksichtigen, müssten wir zugeben, dass die Lösungen nicht über einen einzigen Weg, die Wirklichkeit zu interpretieren und zu verwandeln, erreicht werden können. Also verschiedene Zugänge zur Wirklichkeit, das ist, was hier beschrieben wird. Und was dann auch in der Enzyklika durchgeführt wird, konzentriert um diese Fragen der ökologischen Krise, wobei ich mich jetzt hier auf den Klimawandel, auf das Problem des Klimawandels konzentriere und das in den Mittelpunkt stelle, einfach um an dieser Frage das zu konzentrieren. Wenn ich diesen Dialog Naturwissenschaft-Religion anschaue, also ich habe mich damit auch schon beschäftigt, es gibt so eine schöne Charakterisierung, nachdem es zum Konflikt kam mit Galilei. Übrigens ist es gut, sich klarzumachen, als Galilei damals in den Konflikt ging,
gab es sehr viele damals in der Kirche, die eigentlich ihn unterstützt haben, auch hochrangige Kirchenleute. Viele Bischöfe haben Galilei damals eigentlich unterstützt und wollten das Ganze nützen für eine Erneuerung der Kirche in der damaligen Zeit, aber sie haben verloren. Und es hat wirklich in eine Form von Katastrophe geführt, würde ich sagen. Und man hat lang geknappert an dieser Katastrophe und dann so im 20. Jahrhundert wieder angefangen, das irgendwie aufzuarbeiten und ist gelandet im Wesentlichen auf so etwas wie einer Toleranz auf der Grundlage gegenseitiger Irrelevanz mit Einschränkungen. Also eine Einschränkung ist tatsächlich, die Theologie hat verstanden, sie muss eben, wie schon genannt wurde, wenn es um Schöpfung geht, auch dann berücksichtigen, was die Naturwissenschaft sagt zur Entstehung der Welt und zur Entstehung von Leben. Aber eigentlich sozusagen, es ist eher so ganz vorsichtige Berührungen, die man sucht, und die Berührungen interessieren eigentlich die Naturwissenschaft sehr wenig, sondern eher die Theologie in dem Sinn. Ich glaube, dass die Enzyklika da insofern auch interessant ist und dass es auch mit unserem, mit dem Thema zu tun hat, dass sie eben weit über das hinausgeht, was da an Standards da ist. Ich würde sogar sagen, auch über dieses Konzept der Konsonanz, was schon genannt wurde, geht die Enzyklika weit hinaus, nämlich eben in so einem Bereich, wie ich gesagt habe, wo eigentlich Grenzen gesprengt werden in vieler Hinsicht. Nicht nur in diesem Dialog Naturwissenschaft-Religion, sondern auch in anderen Bereichen werden Grenzen gesprengt. Da werde ich am Schluss auch noch mehr sagen. Erst nochmal diese Grundlage, also dieses Konzept Toleranz auf der Grundlage gegenseitiger Irrelevanz. Das ist natürlich eine ironische Formulierung, die ich auch nicht erfunden habe. Die hat nicht nur zu tun mit dem Konflikt, sondern auch natürlich mit einer Entfremdung, die gewachsen ist zwischen diesen Bereichen. Um es vielleicht zu verdeutlichen, was ich meine, ein Biologe, der mal bei uns an der Hochschule einen Vortrag gehalten hat über das neueste Wissen über Genetik, ein exzellenter Mann, wurde nachher bei den Fragen auch gefragt, was er denn von Religion hält. Da hat er nicht geantwortet, dann wurde nochmal nachgehakt, was hält er denn jetzt von Religion? Dann hat er gesagt, das hat nichts zu tun mit dem, worüber ich jetzt geredet habe, das können wir aber gern nachher beim Bier besprechen. Also das ist so diese Einstellung. Das hat mit Wissenschaft einfach gar nichts zu tun. Das ist die Grundlage, von der man hier ausgeht. Und hier finde ich eben in dieser Enzyklika ein ganz unbefangenes Zugehen auf Naturwissenschaft, und zwar in zwei Richtungen. Einerseits, die Naturwissenschaft wird aufgenommen in einer ganz einzigartigen Weise. Dann andererseits kommen auch Fragen an die naturwissenschaftliche Methode, damit werden eben diese Grenzen aufgesprengt, und ich komme nachher noch in einem eigenen Punkt dazu. Ich würde sagen, es werden auch Grenzen innerhalb der Religion oder innerhalb der Theologie aufgesprengt. Aber ich fange mal an mit diesen beiden Bewegungen, wie Naturwissenschaft aufgenommen wird und gleichzeitig Naturwissenschaft auch befragt wird in dieser Enzyklika von Seiten der Religion. Also erstmal, wie sie aufgenommen wird. Der Klimawandel und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel werden kurz zusammengefasst und extrem gut beschrieben. Auch ich würde sagen, die naturwissenschaftliche, der Forschungsstand, also gerade auch die Tatsache, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und wie man das zu bewerten hat, wird also extrem gut beschrieben. Also ich kenne kein anderes kirchliches Dokument, das in so einer qualifizierten Weise auch naturwissenschaftliche Daten auch in Einzelheiten tatsächlich aufnimmt. Das muss man mal wirklich würdigen. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum dann auch
Naturwissenschaftler sowas auch lesen und dann auch bereit sind, das aufzunehmen. Also wobei es nicht deswegen, das spürt man dann auch, es wird nicht deswegen aufgenommen, um die Naturwissenschaftler einzusatteln, sondern es wird deswegen aufgenommen, weil es um die Sache geht. Es ist alles orientiert darum, wie können wir mit diesem drängenden Problem fertig werden. Was auch in einer einzigartigen Weise aufgenommen wird, das wurde schon genannt, diese Einordnung auch in den soziologischen oder den sozialen Kontext, die ja sonst im Rahmen von Ökologie ziemlich hintenunterfällt oft. Also die Frage, die Einordnung auf dem Hintergrund von Gerechtigkeit, vor allem auch der internationalen Gerechtigkeit, die zumindest in einem europäischen Kontext normalerweise viel zu wenig beachtet wird. Jetzt ist die Rede von integraler Ökologie. Dieses Integral würde ich eben interpretieren, jedenfalls so, wie es in der Enzyklika steht, im Sinn von eben, man öffnet sich und versucht möglichst viel, die Wahrheit von möglichst vielen verschiedenen Seiten her zu erkunden, wie gesagt, ohne Rücksicht auf methodische Probleme. Die methodischen Probleme treten zurück hinter diesen Impetus, zu sehen, was wirklich da ist, um dann ausgehend davon eben zu einem Urteil zu kommen und zu einem Handeln zu kommen. Jetzt sage ich was als Jesuit, ich meine, der Papst ist ja auch Jesuit. Es gibt natürlich so etwas in der jesuitischen Spiritualität, eine große Wertschätzung für einen Blick auf die Welt. Das hat die jesuitische Spiritualität wirklich auch ausgezeichnet durch die Jahrhunderte, also mit so Begriffen in allen Dingen Gott suchen und finden. Im Exerzitienbuch des Ignatius gibt es eine Betrachtung, dass man die Welt, dass man nachvollzieht, wie die drei göttlichen Personen die Erde anschauen, was da passiert, was die Menschen tun und dann beraten und dann eben beschließen, dass die Menschwerdung zu geschehen hat. Also wunderbar naiv, aber darin drückt sich was aus, diese Welt erstmal einfach wahrzunehmen und zwar auch in ihrer Vielfalt, in ihrer kulturellen Vielfalt, das aufzunehmen, als einen Wert aufzunehmen. Dieser Hintergrund ist da, glaube ich, auch zu finden in diesem Blick auf die Wirklichkeit. Ich habe schon genannt, die Naturwissenschaft wird aufgenommen und dann auch die Gerechtigkeitsperspektive. Und wo ich sagen würde, wo man merkt, dass diese Verschmelzung von verschiedenen Perspektiven dann auch was Neues bringt, ist eben gerade diese Gerechtigkeitsperspektive und die Konsequenzen, die dann genannt werden. Also ich lese mal einen Satz, aus 193 steht es: Darum ist die Stunde gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren. Könnte das irgendjemand heute im Bundestag sagen, man muss in Deutschland eine Rezession akzeptieren? Also man sieht, das ist völlig wahnsinnig in dem politischen Kontext. Auch in dem Kontext, in dem Ökologie behandelt wird. Also auch die Grünen würden niemals sowas sagen und auch niemals sowas wollen. Die grünen Wähler würden das niemals so wollen und akzeptieren als Politik. Also man sieht, wie sehr dieser Impetus, wirklich zu sehen, was getan werden muss, eben auch Grenzen sprengt und eben in einer ganz notwendigen und richtigen Weise. Ich meine, die Fakten sind eigentlich bekannt, also vor allem die internationalen Vergleiche sind bekannt, dass natürlich die reichen Länder eine viel schlechtere CO2-Bilanz haben als die armen Länder, wird ja auch in den internationalen Verhandlungen immer wieder aufgegriffen. Was weniger bekannt ist, ist, dass das auch national gilt. Also ich zitiere mal aus einer Untersuchung des Umweltbundesamtes von 2016.
Die statistischen Analysen bestätigen die Vermutung, dass vor allem das Einkommen einen zentralen Treiber für den Ressourcenverbrauch darstellt. Bezogen auf Deutschland ist es. Also je reicher die Leute sind, umso mehr Ressourcen brauchen sie, umso mehr CO2 erzeugen sie. Das heißt, Reichtum ist umweltpolitisch eine Katastrophe, kann man daraus ableiten. Das sind jetzt nicht nur die inzwischen berühmten Flugreisen nach Übersee, die natürlich die Reichen sich eher leisten können, sondern es ist in allgemeiner Weise der größere Konsum. Es ist zum Beispiel etwas, wo man wenig dran denkt, einfach der größere Flächenverbrauch beim Wohnen. Also je mehr Fläche pro Person zur Verfügung steht, umso mehr muss geheizt werden, ganz primitiv. Und dann kann man die Wohnungen noch so toll isolieren. Einfach Reichtum führt zu Ressourcenverbrauch, muss man einfach akzeptieren. Und ich würde sagen, was diese Enzyklika dann leistet, ist sowas einfach auszusprechen, so Dinge, die sonst natürlich total tabuisiert sind. Was natürlich auch dazu führt, dass der ganze Ansatz, der in der Ökologie gefahren wird, nämlich man muss halt irgendwie umstellen auf erneuerbare Energien, auf Elektroautos und so, wurde auch schon genannt, das greift einfach zu kurz. Also eine wirkliche Umstellung muss viel tiefer greifen und in viel grundlegenderer Weise auch den Lebensstil packen in den reichen Ländern. Ja, ich würde mal sagen, was dem auch zugrunde liegt oder was in der Enzyklika überhaupt auch so als Impetus rauskommt, ist, dass damit natürlich auch, man kann sagen, eine Rolle von Religion definiert ist, die über das Klassische hinausgeht oder die eigentlich, wenn man so sagt, in unserer heutigen Gesellschaft, wenn Religion irgendwie ethisch tätig wird, dann ist es eher oft so, man wagt vorsichtig auch noch eine Stimme, um irgendwas zu sagen. Aber was hier eigentlich genannt wird, ist ja eigentlich ein ziemlich revolutionärer Ansatz. Das ist so ein Ansatz wie, man muss auch Dinge, die eben sonst überhaupt nirgendwo gedacht werden dürfen, ganz neu denken. Und das ist natürlich in der Enzyklika verbunden mit einem sehr spirituellen Tenor. Ein spiritueller Tenor, ich glaube, der auch damit zu tun hat, um so eine grundlegende Verhaltensänderung überhaupt möglich zu machen, braucht man sowas wie neue Utopien. Man braucht, oder modern gesagt, ist es neue Narrative. Man braucht für die Gesellschaft ganz andere Narrative. Also man muss eben, wie es da in der Enzyklika auch heißt, den Begriff Fortschritt einfach ganz anders denken. Nur wenn man das Ganze in einer positiven Weise auch denken kann, also nicht einfach vom Verzicht her, sondern als eine positive Utopie, dass Rezession etwas Positives sein kann, nur dann ist es überhaupt möglich, sowas zu bewegen. Und ich denke, dass dieser spirituelle Tenor auch das ist, was sowas auslösen kann, wie dass der, so ein Consultant dann, der überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, dass der sich angesprochen fühlt und merkt, da ist was zu tun. Also gerade dieser Tenor, der eigentlich, wenn ich den Begriff nochmal aufgreife, der eben die Grenzen sprengt. Jetzt zur Naturwissenschaft. Ich zitiere aus dem Abschnitt 11 über den heiligen Franziskus. Sein Zeugnis zeigt uns auch, dass eine ganzheitliche Ökologie eine Offenheit gegenüber Kategorien verlangt, die über die Sprache der Mathematik oder der Biologie hinausgehen und uns mit dem Eigentlichen des Menschen verbinden. Also interessant, diese Anfrage an die Grenzen der Naturwissenschaft kommt nicht von einer reflektierten Position her, sondern er appelliert
hier auch an das, würde sagen, an das Verständnis von Menschen, appelliert daran, dass es eigentlich zu unserem Grundverständnis gehört, dass wir eben nicht stehen bleiben bei der naturwissenschaftlichen Betrachtung der Menschen. Und Kontext Klimakrise, es ist ja eben interessant, Scientists for Future, wie viele Wissenschaftler da unterschreiben. Das ist ja auch eine gewisse Weise eine Grenzüberschreitung der Naturwissenschaft. Naturwissenschaftler sehen auf einmal, man muss sich da auch gesellschaftlich engagieren. Hier allerdings eher eine Grenzüberschreitung in diesem Bereich des politischen Engagements. Es geht noch nicht so sehr ins Denken rein. Dann vollzieht die Enzyklika aber auch diesen Schritt, was das für das Verständnis von Naturwissenschaft bedeutet. Und das Stichwort wurde schon genannt, das technokratische Paradigma, das kritisiert wird in der Enzyklika, und zwar in zweierlei Weise. Die erste ist die pragmatische Kritik, also die Kritik daran, dass man versucht, zum Beispiel die Klimakrise einfach nur technisch zu lösen. Also technische Lösung heißt eben alternative Energien, heißt Elektroauto, heißt Wärmedämmung, heißt alles das. Und der Hinweis darauf, dass das nicht funktioniert, sondern dass es etwas braucht wie auch ein neues Selbstverständnis des Menschen und eben auch ein über diese technischen Lösungen hinausgehen. Und dann finde ich aber interessant, dass das auch in der dann auch reflektiert wird in einer sehr viel grundlegenderen Weise. Ich zitiere wieder aus der Enzyklika. Das Grundproblem ist ein anderes, noch tieferes, nämlich die Art und Weise, wie die Menschheit tatsächlich die Technologie und ihre Entwicklung zusammen mit einem homogenen und eindimensionalen Paradigma angenommen hat. Nach diesem Paradigma tritt eine Auffassung des Subjekts hervor, das im Verlauf des logisch-rationalen Prozesses das außenliegende Objekt allmählich umfasst und es so besitzt. Dieses Subjekt entfaltet sich, indem es die wissenschaftliche Methode mit ihren Versuchen aufstellt, die schon explizit eine Technik des Besitzens und des Beherrschens und des Umgestaltens ist. Also es wird hier auch in einer sehr grundlegenden Weise und ich finde in einer sehr treffenden Weise reflektiert, was auch der denkerische Hintergrund ist dieser Begrenzung des naturwissenschaftlichen Erkennens. Also Weizsäcker, der uns beide verbindet, nennt es, die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist machtförmig. Also naturwissenschaftliche Erkenntnis erkennt die Welt immer in einer Weise, die geeignet ist, Macht auszuüben, die Welt zu kontrollieren. Und hat sich sehr bewährt, aber es ist eben gleichzeitig auch die Grenze dieser Erkenntnis. Wenn man es kantianisch denkt, ich bin halt Philosoph, kann man sagen, es ist eine bestimmte Form, um die Wirklichkeit wahrzunehmen. Und diese Form begrenzt gleichzeitig auch das, was man an der Wirklichkeit sehen kann. Und der Anspruch der Enzyklika ist ja gerade dann, diese Form auch aufzusprengen und die Wirklichkeit ganzheitlich zu erkennen, um auch ganzheitlich agieren zu können. Jetzt komme ich noch zu einem dritten Punkt des Grenzensprengens. Das ist jetzt zwar nicht eigentlich in dem Titel von meinem Vortrag, aber ich möchte es doch trotzdem sagen, da kommt jetzt mein spiritueller Hintergrund auch ins Spiel. Also in der Theologie gab es sowas wie spirituelle Theologie und Dogmatik. Ich hoffe, dass jetzt niemand zu nahe tritt, aber das, was als spirituelle Theologie gelehrt wurde, das war irgendwie doch sehr anders als das, was in der Dogmatik gelehrt wurde. Es waren so wirklich wie zwei ganz unterschiedliche Dinge und eigentlich ernst nehmen konnte man nur das, was in der Dogmatik gelehrt wurde, so wie es bei uns gelehrt wurde. Es kann anders woanders sein. Schon gesagt, diese Enzyklika ist eigentlich ein ganz spiritueller Text. Sie macht diese Grenze, sie zieht keine solche Grenze.
sondern ganz im Gegenteil, es wird eben gerade, der Ausgangspunkt ist immer so eine spirituelle Sprache. Und was dann auch noch interessant ist, wenn ich sie lese, ist, dass damit auch gleichzeitig noch weitere Grenzen gesprengt werden. Ich lese mal aus 240 da zwei Sätze, geht los, höchst theologisch. Die göttlichen Personen sind subsistente Beziehungen und die Welt nach göttlichem Bild und die Welt, die nach göttlichem Bild erschaffen ist, ist ein Gewebe von Beziehungen. Und dann, die Geschöpfe streben auf Gott zu. Und dann, und jedes Lebewesen hat seinerseits die Eigenschaft, auf etwas anderes zuzustreben, sodass wir innerhalb des Universums eine Vielzahl von ständigen Beziehungen finden können, die auf geheimnisvolle Weise ineinander greifen. Das, was ich jetzt gelesen habe, da wird jeder Buddhist jubeln und sagen, genau so ist unsere Weltsicht. Ich glaube, das ist eine Eigenart überhaupt von einer guten spirituellen Weltsicht, da die sprengt auch die Grenzen von, man kann sagen, von so einer Religion als Institution auf. Und das, glaube ich, findet sich eben überhaupt auch als Tenor in dieser Enzyklika. Es geht eben nicht darum, dass wir Christen auch noch was zur Ökologie sagen, damit wir als Christen damit ernster genommen werden, sondern es geht einfach darum, ein drängendes Problem zu lösen. Und dann interessiert es einfach nicht, ob das Christen oder Nicht-Christen sind und ob das, wie das inspiriert ist, sondern es geht einfach darum, dass wir aus unserer, also dass Christen aus ihrer spirituellen Tradition heraus irgendwie einen Text liefern, der Menschen motivieren kann, hier ihr Handeln auch grundsätzlich umzustellen. Und wie gesagt, ich habe versucht zu zeigen, dass in dieser Weise eben diese subversive Element zustande kommt und dass es hier auch Grenzen sprengt und gleichzeitig auch eine unglaubliche Öffnung bringt hin in diesen Dialog von Naturwissenschaft und Religion. Okay.